Heute lernen wir, wie man auf Deutsch verschiedene Verkehrsmittel beschreibt. Wie kommst du zur Schule? Mit dem Auto fahren. Ich fahre mit dem Auto zur Schule. Letztes Jahr bin ich mit dem Auto zur Schule gefahren, aber nicht mehr. Mit dem Bus fahren. Ich fahre mit dem Bus zur Schule. Den Bus nehmen. Ich nehme den Bus zur Schule. Ich hasse es, mit dem Bus zu fahren. Fahrrad fahren. Mit dem Fahrrad fahren. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Schule. Früher war ich fit, also damals bin ich mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Motorrad fahren. Mit dem Motorrad fahren. Ich fahre mit dem Motorrad zur Schule. Mit der Fähre fahren. Ich fahre mit der Fähre zur Schule. Es ist mein Traum, mit der Fähre zur Schule zu fahren. Mit dem Flugzeug fliegen. Ich fliege mit dem Flugzeug zur Schule. Ich bin nicht reich genug, um mit dem Flugzeug zur Schule zu fliegen. Mit dem Boot fahren. Ich fahre mit dem Boot zur Schule. Ich bin noch nie mit dem Boot zur Schule gefahren. Mit dem Zug fahren. Ich fahre mit dem Zug zur Schule. Den Zug nehmen. Ich nehme den Zug zur Schule. Mit der Bahn fahren. Ich fahre mit der Bahn zur Schule. Mit der Straßenbahn fahren. Ich fahre mit der Straßenbahn zur Schule. Ich würde mit der Straßenbahn zur Schule fahren, wenn sie nicht so langsam wäre. Zu Fuß gehen. Ich gehe zu Fuß zur Schule. Gestern musste ich zu Fuß zur Schule gehen. Im Stau stecken. Scheiße, ich stecke im Stau. Ich werde spät dran sein. Verspätung haben. Der Zug hat Verspätung. Der Zug ist leider spät angekommen. Den Bus verpassen. Ich habe den Bus verpasst. Ich will nie wieder den Bus verpassen. Wie kommst du zur Schule?